kompromisslos, hochproduktiv, abnorme Qualität. So ist es. Ahlhorn ist bekannt für die Produktion von hochkomplexen Bauteilen im Bereich Electronics, Automotive, aber auch Medical ist einer unserer Standbeine. Anforderungen im Bereich kleiner 1/100, 5 μ ist für uns keine Seltenheit. Im ersten Bereich sehen wir die VI40, ausgestattet mit dem Aerova Compact 80. Mit 144 Elektrodenhaltern, ITS 50, wo wir ausschließlich für unsere Aerodiererei Kupferelektroden herstellen. Das in einer Wiederholgenauigkeit von tatsächlich 3 μ. Mit dem Einsatz der VI40 im Kupferbereich haben wir es geschafft, die Standzeiten um Faktor 10 durch den neuen Invest zu verbessern. Bedeutet, dass wir nur noch ein Zehntel der Werkzeugkosten haben, wie wir es in der Vergangenheit mit dem alten Equipment hatten. Die zweite Jasta, die PX30, ist hier ausschließlich für die Stahlbearbeitung im Bereich Weich, aber auch im Bereich Hartfräsen, Finishfräsen im Einsatz. Hier haben wir die 33 Paletten unterschiedlich ausgestattet mit Zentrumspannern, aber auch mit Magnetspannsystemen, sodass wir individuell auf die Anforderungen vom Werkzeug eingehen können. Wir arbeiten bei Ahlhorn in einem klassischen Einschichtsystem, weil wir mit den Maschineninvestitionen realisieren konnten, dass die Maschinen mannlos produzieren. Wir sind von unseren Kunden angesprochen worden, wie wir es geschafft haben, in der Qualität Fräsarbeiten mit den Anforderungen herzustellen und dafür brauchen wir natürlich die richtigen Partner und den haben wir mit Jasta und Armada gefunden. Technoteam haben wir direkt am Anfang als Partner wahrgenommen. Man hat uns bei jeglicher Frage unterstützt, ob es die Maschine an sich war oder die Spannmittel, Fräser, die wir einsetzen sollten. Es war halt das Komplettpaket, was man von Technoteam bekommen hat. Ich könnte auch sagen, einmal Technoteam, immer Technoteam, weil es ist mittlerweile die dritte Maschine, die wir dort bezogen haben und sind sehr glücklich, dass wir dort eine gute Kooperation, Partnerschaft gefunden haben.